Ja, ich kenne dich natürlich noch vom Fernsehen, als ich ein bisschen mehr Fernsehen geguckt habe. Und dann ging's dann von der Schauspielerei zum Poetry Slam und dann zum Singen? Oder was war da die Reihenfolge? Habe ich auch nicht, auf mich nicht vorbereitet in einer Abfolge, aber ich bin schon immer sehr musikaffin und Menschen, die mich gut kennen, für die ist das, glaube ich, nicht so eine Überraschung wie für jemanden, der vielleicht vorher mein Buch gelesen hat und jetzt merkt, dass ich auch ein Album rausgebracht habe. Also ich finde das, ich mag alle Ausdrucksformen gerne, ja. Ja, genau, weil das hätte ich dich nämlich gefragt. So, braucht man da Überwindung oder ist das so ein Weg, was man sich überlegt, allgemein im künstlerischen Bereich, dass man vielleicht so anfängt, verschiedene Talente hat und dann irgendwann mal das nächste ausprobiert, ne? Ich glaube, im Idealfall braucht man für nichts richtig Überwindung, sondern ich mache das alles, weil das irgendwie so kommt und ich das gerne mache und dann auch gar nicht mich so sehr frage, wie gut kann ich eigentlich irgendwie gerade Gitarre spielen, sondern wie gerne mache ich das. Ja. Ja, genau, so rum wird ein Schuh draus. Es muss ja ziemlich gut sein, denn du bist heute Abend nominiert und ich drücke dir ganz doll die Daumen. Du hast unter anderem Ina Müller auch und Kerstin Ott und so in der gleichen Kategorie. Also sind da doch ein paar Leute auch dabei. Dementsprechend musst du ja das auch richtig gut machen. Von dem her, toi 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 für heute Abend. Danke für das Interview. Sehr gerne. Genieß den Abend auch. Ich habe noch ein bisschen Konfetti dabei, wenn ihr möchtet. Jetzt? Tada! Oh, Ja, es geht schon los. Entschuldigung. Immer, unbedingt. Gott, ich habe dich nicht gefragt. Jetzt ist es überall. Was machen wir? Der Staubsauger ist zu Hause. Wir feiern. Ach, wir bleiben einfach so. Dann falle ich wenigstens auf. Danke, Jule. Tschüss.